goud. Hartstikke vroeg. Vier. Yeah. Three, up, you go. Ja, ja. Zijn die handen ver? Ik werd immer wieder gefragt, wieso ich so Sachen mache. Und es gibt eine Zeit, wo ich mich selbst frage, wieso mache ich das überhaupt? Wenn das Ganze auch etwas tiefgründiger möchte anschauen, dann bin ich ich bin davon überzeugt, dass eigentlich jeder Mensch als kleiner Abenteurer geboren wurde. Taking part in this project, the Arctic, because I love kitesurfing and I love traveling to new places. Ursprünglich war mein Bruder seine Idee, in die Antarktis zu gehen. Und wir mussten dann umplanen und sind dann schlussendlich auf Ilulissat gekommen. Es ist ein riesiges Problem, wenn ein Boot mal kurzfristig abseit. Weil, wir brauchen natürlich ein sehr spezifisches Boot. Zu. Jetzt einfach mal schauen, was passiert. Es muss eine gute Plattform haben, damit wir gut ins Wasser reinkommen und wieder rauskommen. Hi Jacob, it's Gesa speaking. Hey, how are you? Yeah. And if you could check out this client, that would be great. Cool. Okay, thank you. Bye bye, Jacob. Bye, thanks, ja. Ja, das Kleine ist zu. Ich bin jetzt früher gekommen. Ja, ich habe gewusst, da hat es noch einen Deutschen, der irgendwo, der Willi, der das Café Inuit da oben besitzt. Okay. Können wir fragen? Ja. Und halt eins gegeben. That's it, gell? That's it. Es gibt natürlich ein Problem jetzt. Mal schauen, ob wir eins finden auf dem Ende. Ja, wir müssen eins finden. Es gibt da gar keine Alternative dazu. Es muss jetzt einfach ein Boot irgendwie organisiert werden. Jetzt bin ich eigentlich ziemlich erleichtert. Das ist super. Der Willi ist ganz nett und hilfsbereit. Und ja, finde das Ganze auch ziemlich cool. Darum hat er uns da für einen sehr guten Preis das Boot angeboten. Jetzt fährt man noch der Wind. Am Montag muss kommen. Die grösste Herausforderung jetzt bei diesem Projekt ist wirklich, eigentlich mit dem Wetter und mit der Zeit klarzukommen. Es kann mal gut sein, dass es zwei Wochen lang einfach keinen Wind hat. Wir sind natürlich immer im Internet am Schauen, ob es Wind gibt und wie viel Wind es gibt. Das Wetter kann da von Sonnenschein und warm in einer Stunde auf Schneefall und wirklich bitterkalt wechseln. Now it's snowing. Doesn't look like it's going to stop. Probably have a snowball fight later. Oh, you got me from two angles. Way too powdery. When I got the email from Geza, I was really excited. Cold weather kiting is normally not my thing, but you know, this opportunity, I couldn't really miss it. Wir sind Entdecker. Wir gehen nicht einfach an Orte ran, wo alle anderen auch schon sind am Kiten, sondern wir gehen an Kite reisen. Save the foil! It's better this crash than the crash over there, man. Ich würde es nicht unbedingt als Ausbrechen vom Alltag sagen. Es ist eine Ergänzung vom Alltag. Es ist nur nochmal einen Schritt weiter gehen, nochmal mehr versuchen, seinen Horizont zu erweitern. The dangers as a kite surfer out here are obviously if we get super close to the icebergs and they collapse, they're going to fall on the kite or fall on us.
That's orientation, man. Where is actually? Where is Irunisa? Im schlimmsten Fall kann es natürlich auch sein, dass man stürzt und irgendwie mit dem Körper auf eine Eisschollen aufknallt. Es sieht immer so nach Schnee und weich aus, aber es ist hart wie Granit, oder? Das Wasser ist minus 0,6 Grad heute. Ich weiss ungefähr, wo der Wind herkommt. Ich weiss ja, wo in Ubisoft ist, aber sonst ja, gibt es nicht viel zum Orientieren. Eine der wichtigsten Regeln bei solchen Bedingungen ist, dass nie alle Kitesurfer gleichzeitig auf dem Wasser sind. Je weniger Leute auf dem Wasser sind, desto weniger Leute muss man gleichzeitig retten. Ihr müsst euch von einem kleinen Boot aus starten, was bei schönen Bedingungen schon ein ziemlich schwieriges Unterfangen ist. Are you ready? Up, 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 up! Jetzt durch den Krieg! Mit dem Kite habe ich so extrem kalte Hände bekommen. Es haben sich langsam Eisflächen auf den Händen gebildet. Das sind natürlich schon ganz extreme Momente. Ich habe viel mehr Gefahr ist natürlich, wenn man da so lange im Wasser ist, oder, dass man halt einfach irgendwelche Erfrierungen bekommt an den Händen oder Füßen. Die Hände haben wirklich weh gemacht, wie als wäre da irgendwelche Nägel am draufschlagen, oder? Das Wasser gefühlt da. So krass, hä? Ja, so, was bringt es jetzt zum Rausfahren? Macht das Sinn. When we're not kite surfing, we're generally playing games, eating crappy food, generally what you shouldn't be doing as an athlete. Yummy ones. Hey, we're here in Greenland, so it's cold. We're gonna keep warm however we want. He has 1 minute to eat 3 of them. 2, 1, go. So lange eigentlich auf das Ziel hinzugearbeitet, oder? Das sind Monate von Vorbereitung und man hat ja immer das Bild in seinem Kopf, oder? Wo der erste Moment, wo der Kite raufgeht. Wenn ich in solchen Bedingungen aufs Wasser rausgehe und es geht los, da ist natürlich sehr viel Aufregung dabei und auch viel Adrenalin. Die Landschaft hier, die ist absolut einzigartig auf dieser Welt. Es ist ein super spezieller Ort, weil das, was man hier sieht, das ändert sich alle Stunde. Oder? Und das sind so grosse Eisberge, die hier vorbei schwimmen. Das ist einfach super eindrücklich. Wenn du hier ins Wasser gehst, ist es schon ganz anders, als wenn du in einen schönen Strand ans Wasser gehst. Das Wasser ist irgendwie minus 0,7 Grad. Oder? Und wenn du hier irgendwie abtreibst, oder, und nicht mehr zurück kannst kommen, dann hast du natürlich ein grosses Problem.
feels so amazing. It's just the most awesome thing ever. It's just kind of an amazing feeling to be one of the only people that has actually ridden in amongst all these icebergs out here. Ich han so lang auf das Ziel da zugearbeitet. Sobald ich dann da auf dem Wasser gsi bin, das ist natürlich ein ganz spezieller Moment gsi. Es gibt so eine coole Situation, wo ich mit dem Kite wirklich an eine grosse, fette Eiswand anfahren und auch nur so raufschauen und denke, shit, wenn jetzt irgendetwas dort oben runtergeht. Ja, es ist einfach atemberaubend und eindrücklich. Es ist arschkalt, aber es war super. Geniale Session. Es ist crazy. Eine super krasse Umgebung, die einfach phänomenal ist. Das kannst du gar nicht beschreiben. Wahnsinn. Vielleicht kann man zwei Hände abzählen, wie viele Leute in so einer Umgebung schon sind gekiten, oder? Und ich kann mich extrem glücklich schätzen, dass ich doch zu diesen Leuten gehören darf, oder?